Jo Leute, Brot ist wieder am Start, beziehungsweise Elmbrot ist wieder am Start. Und ohne Scheiß, schaut es euch an. Wir haben es geschafft, Leute. Und das ist jetzt gerade dieser Live-Counter und die 100.000 Abonnenten sind jetzt erreicht. Ich sehe es gerade zum ersten Mal. Und ohne Witz, dieses Gefühl ist gerade so unglaublich. Guck mal, jetzt geht es gerade wieder ein zurück, gleich geht es wieder hoch. Und ja, seht es, ich muss es nochmal zeigen einfach. Mich macht das gerade so glücklich einfach. Und dieses Video hier soll so eine kleine Live-Reaction sein. Ich sehe es gerade, wie es so hoch und runter geht wieder. Ist so witzig. Und ich will euch einfach so ein bisschen meine Gefühle mitteilen, was gerade so in mir abgeht. Und erstmal ein riesen Danke an euch. Es ist einfach so unbeschreiblich heftig und ich kann es fast gar nicht nachvollziehen, was jetzt in den letzten Monaten bei uns so passiert ist und wie mein Kanal förmlich explodiert ist die letzten Monate. Und an dieser Stelle einfach ein ultra fettes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Und ich habe mir auch so eine kleine Liste gemacht, und weil ich irgendwie nicht genau wusste, was ich so alles sagen soll. Und ich bin gerade einfach mega sprachlos, weil in mir kommen gerade so Gefühle hoch, das glaubt ihr nicht. Und ihr wisst einfach, ihr könnt es euch vielleicht gar nicht vorstellen, außer die YouTuber, die das jetzt vielleicht auch gerade sehen und das auch miterlebt haben. Deswegen versuche ich euch das so ein bisschen mitzuteilen. Und ohne Witz, ich kann mich noch daran erinnern, vor 3 Jahren hat das Ganze angefangen, wie Marcel mich dazu überredet hat, mit YouTube anzufangen. Und seitdem habe ich wirklich kontinuierlich, ich meine, ohne dass ich mal, maximal hatte ich eine Woche Pause dazwischen, habe ich immer geuploadet. Und das jetzt einfach 3 Jahre durchgezogen und über 2 Jahre, sage ich mal, nur mit mäßigem Erfolg. Einfach weil ich darauf Bock hatte und es Spaß gemacht hat. Und ich nehme jetzt einmal kurz die Kamera in die andere Hand, sonst sterbe ich gleich. Und es hat einfach Spaß gemacht und Bock gemacht, damals auch mit dem Impact-Clan. Und die Zeit war einfach so eine geile Zockerzeit. Und ja, ich habe meine Location mittlerweile ein bisschen geändert, dass ich jetzt so hier an der Wand sitze, dass ihr meine Facecam immer nur mit dem orangen Hintergrund seht. Und ja, einfach was so in letzter Zeit passiert, ist einfach so unglaublich. Und ich habe jetzt heute auch, ihr seht hier, mein Heisenberg-T-Shirt angezogen. Das habe ich ungefähr vor einem Jahr von meiner Freundin geschenkt bekommen. Und da hat es ungefähr angefangen, dass ich mir einen Plan gemacht habe, ey, ich will jetzt mal meinen Kanal noch ein bisschen heftiger durchziehen und einfach ein bisschen mehr Gas geben und dann den Content an sich einfach verbessern, weil ich bis dahin immer so ein bisschen unzufrieden war und am Tag, glaube ich, so 10, 20 Abonnenten gemacht habe, was ich auch gut fand, aber ich war mit meinen Videos nicht so zufrieden und habe dann einfach angefangen, immer mehr und versucht, bessere Videos zu machen. Und wenn ihr die letzten Videos jetzt anguckt von den letzten Monaten, ich sehe es ja auch in den Kommentaren immer, wie ihr mir schreibt, dass es immer besser wird, und das freut mich halt einfach extrem. Und ich weiß halt noch, wie ich 2 Jahre lang wirklich die ganze Zeit getryhardet habe, sage ich mal, und jetzt das letzte Jahr so richtig durchgezogen. Deswegen jetzt auch das T-Shirt hier, das symbolisiert das für mich auch so ein bisschen. Und da seht ihr jetzt auch so, was bei einem YouTuber so für Gedanken einfach im Kopf auch hin und her schwirren, wo viele das vielleicht euch auch gar nicht erzählen. Aber ich sitze wirklich jeden Tag da und YouTube ist einfach jeden Tag in meinem Kopf, und das wissen manche vielleicht einfach gar nicht, wie das so abgeht. Und ich mache das Ganze hier nur als Hobby. Ich studiere nebenbei noch Wirtschaftsinformatik jetzt seit einem Semester, habe jetzt meine Klausurnoten fast alle bekommen und bin extrem zufrieden damit. Zwischen 1,7 und 2,7 waren meine Noten bis jetzt, und ich will euch jetzt einfach so einen kleinen Einblick noch in mein Leben liefern, sage ich mal. Ich als Hobby-YouTuber habe trotzdem jeden Tag diesen Gedanken im Kopf, und jetzt gerade habe ich auch wenigstens ein bisschen mehr Zeit, so wo ich mich damit befassen kann. Und ich will gar nicht wissen, wie das bei Vollzeit-YouTubern ist, was bei denen alles im Kopf abgeht, was die alles beachten müssen, und das ist so heftig einfach. Man hat das einfach die ganze Zeit, ist einfach die ganze Zeit präsent, und es macht einfach extrem Spaß, aber andererseits will man sich die ganze Zeit überlegen, was kann man noch machen, wie kann man sich selbst verbessern, dann liest man wieder seine Kommentare durch, versucht noch auf Nachrichten zu antworten. Und ich versuche jetzt einfach auch so ein bisschen zu sagen, dass es manchmal einfach schwierig ist, wirklich allen zu antworten, weil ich jetzt mittlerweile auch, dadurch, dass ihr jetzt 100.000 seid, so viele Menschen seid, was mich freut, ist natürlich extrem, aber die Schattenseiten sind natürlich auch da, dass ich nicht mehr jedem antworten kann, weil ich sonst einfach keine Zeit mehr für Videos habe. Und gerade jetzt, wo ich Semesterferien habe und wirklich mehr Zeit habe, selbst jetzt schaffe ich es nicht, die ganze Zeit euch zu antworten. Das macht mich auch so ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen schade.
weil ich das eigentlich immer gerne gemacht habe und bis vor einem halben Jahr auch immer versucht habe. Und jetzt ist es einfach extrem viel geworden, was aber andererseits wiederum mir viel größere Möglichkeiten eröffnet, wenn man so sagen kann, ja, ich lasse es einfach mal dabei bestehen. Ihr werdet sehen, was in Zukunft noch so auf euch zukommt. Und das hier wird jetzt so ein, ja, ungecuttetes Real Talk Video, wie man es nennen soll. Einfach, dass ich will euch einfach so ein bisschen mitnehmen, sage ich mal. Und gleich am Ende werden auch noch ein paar Clips kommen von anderen YouTubern, die mir, sage ich mal, gratuliert haben. Oder ich habe halt, ich weiß nicht, ob ich wirklich alle mit drin habe. Ich hoffe, dass ich so gut wie alle auch angeschrieben habe. Wenn nicht, dann tut es mir leid, dann habe ich das halt verpeilt oder denjenigen nicht bei WhatsApp gehabt. Und alle, die mir das eingeschickt haben, nochmal danke an euch. Und ich sehe gerade, mein Kopf ist hier extrem gelb. Ich mache das hier mal ein bisschen weg oder ein bisschen dunkler, dass man mich hier besser sieht. Ja, ist einfach unbeschreiblich und ich wollte euch einfach jetzt mit diesem Video auch ein bisschen was zurückgeben. Ich weiß noch nicht genau, ob ich ein 100.000 Abo-Special mache, das dann nochmal richtig krass groß aufgezogen wird. Ich hatte da eigentlich was geplant in Bezug auf ja, Merchandise, sag ich mal. Also ich wollte halt schon seit Ewigkeiten jetzt endlich mal so eigene Designs rausbringen und T-Shirts, Pullis und so weiter. Und ja, da sitze ich halt im Moment so ein bisschen dran. Damit wollte ich eigentlich so einen coolen kleinen Kurzfilm drehen, was aber bis jetzt noch nicht geklappt hat, weil das alles noch nicht fertig ist. Also das schlagt euch das erstmal wieder aus dem Kopf. Das wird vielleicht irgendwann kommen. Und ich wechsle jetzt nochmal kurz die Hand, weil das echt wieder anstrengend wird. Ja, Leute, da sind wir. 3 Jahre hat es gedauert, sage ich mal. Und ich bin einfach überwältigt, was ihr hier gerissen habt, was wir zusammen geschafft haben. Und ich stöber gerade noch in meinem Kopf, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube, das war es soweit jetzt, was ich alles loswerden wollte. Und ja, ist einfach zu heftig, was wir zusammen erreicht haben. Viel mehr brauche ich, glaube ich, jetzt dazu auch nicht sagen. Ich lasse euch jetzt auf jeden Fall das Ende des Videos noch da mit den ganzen Glückwünschen oder Videos von anderen YouTubern oder Leuten, die einfach mich auf diesem Weg mitbegleitet haben und immer mit dabei waren und mit denen ich jetzt im Moment auch Kontakt habe. Und genau, das wollte ich auch noch ansprechen, was YouTube bei mir persönlich verändert hat einfach über die letzten Jahre ist. Ich muss sagen, vor 3 Jahren, ich war wirklich in der Schule, sage ich mal, eher einer der sehr ruhigen, einer der Leute, die sich zurückgehalten haben. So bei mündlicher Beteiligung zum Beispiel habe ich auch ziemlich verkackt, sage ich mal. Ich war immer schriftlich gut und ja, mich hat es einfach viel selbstbewusster gemacht. Ich kann viel besser jetzt, sage ich mal, auch frei reden. So, ich rede jetzt schon 8 Minuten am Stück ohne viele große Versprecher und sowas. Und darauf bin ich halt auch einfach stolz, so nach diesen Jahren. Was ich halt persönlich als Mensch, sage ich mal, noch davon mitgenommen habe. Abgesehen davon, dass ihr mir immer super krasses Feedback gibt und ihr einfach so meine Konstante in meinem Leben seid. Das ist einfach so YouTube, der Kanal, ihr. Das ist einfach so die Konstante in meinem Leben. Ich weiß immer, wenn es mir scheiße geht oder halt gut geht, es ist einfach eine Konstante, die immer da ist. Und so gesehen kann ich halt auf euch zählen, auch wenn es jetzt nur in Form eines Aufrufs oder Likes ist oder halt einem Kommentar, der meistens halt am persönlichsten ist, ist einfach überheftig. Und ja, dann wollte ich nochmal auf die Leute zu sprechen kommen, bevor das Video hier jetzt zu hart lang wird und zu heftig eskaliert. Ich habe einfach auch Freundschaften geschlossen durch YouTube, was ich auch extrem krass finde, was ich mir am Anfang auch niemals erhofft oder erdacht hätte, mit was für Leuten ich mittlerweile Kontakt habe und mit denen ich mich super verstehe. Und an der Stelle auf jeden Fall ein fettes Shoutout an alle, die jetzt gleich noch dabei sind, die jetzt mir kein Video eingeschickt haben, auch alle, die mit mir in Kontakt getreten sind, mit denen ich zu tun habe. Ich bin einfach mega dankbar für alles, was im Moment hier abläuft, was diese letzten 3 Jahre für mich bewirkt haben und was für neue Leute ich kennengelernt habe, ist einfach Hut ab, sage ich mal. Also ich hätte mir das niemals erträumt und vor allem 100.000, überlegt euch das mal. Damit kann man die Allianz Arena überfüllen und dann noch welche aufs Stadion, aufs Feld stellen. Also an Anzahl an Menschen, sage ich mal, wie viele ihr mittlerweile seid, wie viele wir sind, das ist unbeschreiblich. Und ich hoffe, dass es in Zukunft auch so weitergehen wird, dass wir als brutale Community, sage ich mal, weiter wachsen und ihr weiterhin auch so aktiv bleibt. Das wäre so mein Wunsch an euch für die Zukunft. Und ja, damit würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Ich habe jetzt schon 10 Minuten geredet und ich überlasse euch jetzt nochmal dem Ende. Das wird jetzt auch nochmal ein bisschen gehen. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Und ja, danke für alles, Leute.
und haut rein und bis zum nächsten Mal. Ja, servus YouTube, mein Name ist Zockerritze und ich wünsche dir alles, alles Gute zu den 100.000 Abonnenten, Mann. So ein krasser Meilenstein, Mann. Ich bin richtig stolz auf dich. Ernsthaft, richtig geil. Und ich hoffe, wir bleiben auch weiterhin so gut befreundet und sehen uns allerspätestens auf der Gamescom 2016, wenn nicht vielleicht sogar vorher für irgendein DLC-Event, für Call of Duty oder so, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich wäre dann wieder am Start. Jung, man sieht sich und man sieht euch. Ciao, ciao. Was geht ab, Max? Und von mir natürlich auch alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu den 100.000 Abonnenten. Auf jeden Fall mehr als verdient und hast du dir auch hart erarbeitet. Und ja, was ich noch so sagen will, auf jeden Fall holt euch den neuen Aimbrot-Pulli. Auf jeden Fall richtig geil, auch richtig geiles Motiv hier. I love Aimbrot. Wunderschön designt in allen möglichen Farben. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Und dann würde ich mal sagen, schwätz mal keinen Rost ans Mofa und herzlichen Glückwunsch. Auch von mir natürlich herzlichen Glückwunsch zu 100.000 Abonnenten. Wirklich ein großer Meilenstein. Ich hoffe, du kannst schon schnell deinen Playbutton bei YouTube bestellen. Dann musst du ja nur noch 8 Wochen warten, bis du das Ding in den Händen hältst. Nee, auf jeden Fall Glückwunsch. Wirklich eine krasse Zahl. Viel Erfolg noch mit deinem Kanal weiter. Ich hoffe, dass es so weiterläuft für dich. Lieber Max, ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich zu deinen 100.000 Abonnenten. Ich wünsche dir, dass du weiterhin so erfolgreich bleibst, denn ich weiß, wie viel Spaß dir das macht. Wir sind alle sehr stolz auf dich. Yo, was geht ab, Leute? Blacktime ist heute auch mal am Start. Max, Digga, ich hab dir ja schon geschrieben, aber ich wünsche dir nochmal alles, alles Gute zu deinen 100.000 Abonnenten. Ohne Witz, Gratulation dafür. Ich habe ja auch vor kurzem meine 100.000 Abonnenten geknackt. Ich weiß genau, wie krank dieses Gefühl ist, diese Zahl da oben stehen zu sehen. Ohne Witz, Gratulation und Props, Digga, ohne Spaß. Wie kannst du so krass in Black Ops 3 snipen? Props an dich, Digi. Und deswegen fordere ich meinen Teamkollegen aus Team Platzmacher heraus zu einem Sniper Kill Duell. Und darf ich noch sagen, Gratulation nochmal, wie gesagt, und ciao. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich würde dir ja gratulieren, aber 100k, Alter, kannst du nicht bringen, ey. Nee, Mann. Alles klar. Ey Max, alles Gute zu den 100.000 Abonnenten. Wünschen wir dir. Und ich dachte mir einfach mal, ich grüße dich hier aus dem sonnigen Kalifornien. Lässt sich das Wetter aushalten? Freunde, er hat es auf jeden Fall richtig verdient. Ich habe mich auf jeden Fall, letztes Jahr haben wir uns kennengelernt, glaube ich. Und unsere Videos waren bisher immer so witzig. Und deswegen hoffe ich mir, dass auf jeden Fall die nächsten 100.000 dann auffallen werden. Ist ja demnächst auch mal Zeit gewesen. Du machst ja schon YouTube so lange und mit so viel Herzblut. Dementsprechend alles Gute für die nächsten 100.000 und mehr. Yo Max, was geht und herzlichen Glückwunsch zu deinen 100.000 Abonnenten. Boah, ich glaube, vor einem Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, da hattest du gerade so deine 10.000 Abonnenten erreicht und ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, dass du jetzt deine 100.000 erreicht hast und auch verdient auf jeden Fall erreicht hast. Ich würde einfach sagen, bleib wie du bist, mach deine Videos weiterhin so korrekt, wie sie sind und ja, ich würde sagen, wir gehen morgen beim Lena Meyer Landrut Konzert erstmal ordentlich ab, ne? Checken mal Emma Bale aus, hängen ein bisschen mit der ab und wäre auf jeden Fall mega korrekt. Und ja, mein Zimmer kannst du hier noch ein bisschen abchecken, das siehst du aber sowieso morgen und ja, ne? Hast du alles gesehen? Hier steht mein PC und da kannst du dann vielleicht auch mal ein Nuklear erreichen. Und da würde ich sagen, hau rein, bis morgen und bleib weiterhin wie du bist und jo. Yo, Snacksy, wir wünschen natürlich auch alles Gute zu den 100.000 Abonnenten und ohne Witz, Leute, ich muss echt sagen, Aimbrot ist einer derjenigen, die es am meisten verdient haben, weil er steckt so viel Arbeit in seine Videos, so viel Zeit und eine Zeit lang hat er auch echt so mäßigen Erfolg und jetzt läuft es dafür umso besser und ich gönne ihm den Erfolg auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich mal sagen, haut da rein. Yo Max, 100.000 Abonnenten, richtig krasser Meilenstein, alles, alles Gute dazu. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir damals das 3.000 Abonnenten Special gedreht haben, vor knapp 2 Jahren. Nach einem Jahr hattest du 3.000 Abonnenten und jetzt nach 3 Jahren hast du einfach mal 100.000 Abonnenten, richtig krass, Mann. Auf weitere 10 Jahre gute Freundschaft, auf weitere Hunderte von Tausende von Abonnenten. Ich gönn's dir von ganzem Herzen, no homo. Bleib auf jeden Fall so, wie du bist und spiel weiter PS4. Jo Leute, ja, was soll ich sagen? Max, erstmal alles, alles, alles Gute zu deinen 100.000 Abonnenten. Ich weiß noch genau, es ist jetzt genau 3 Jahre her, dass ich dich quasi dazu gezwungen habe,
endlich mit YouTube anzufangen. Wir waren damals schon sehr lange in Kontakt. Dann hast du es durchgezogen. Es lief zwar nicht immer perfekt, aber du bist so krass dran geblieben, Alter. So krass, Mann. Und jetzt läuft es endlich so, wie du es schon, keine Ahnung, seit Ewigkeiten verdient hast. Für mich, ja, einer der stärksten, wenn nicht, ja, der stärkste COD-bezogene Channel, natürlich abgesehen von mir, weil ich der absolute Überking bin. Mein Spaß beiseite. Also wirklich vielen, wirklich viel, viel, ja, Glück wünsche ich noch für die Zukunft. Viele herzliche Glückwünsche gehen raus, auch an deine Abonnenten, die alle dabei sind. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ja, und viel Spaß beim weiteren Video.